Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zdebi und begrüße euch und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge um sie. Ja, hier, jetzt geht's noch älter. Der U305, so sieht er aus. Ein Payware-Bus sind wir heute auf der Linie 41 unterwegs, auf der Karte Grumnab 2019. Und werden uns mal, ja, den Bus hier mal angucken. Der Kollege ist natürlich mit eingeladen in der Leitstellenfahrt. Also wenn ihr es richtig nostalgisch ich mögt, tada, da habt ihr ihn. Da könnt ihr mal gerne mitfahren. Wird auf jeden Fall eine interessante Fahrt, werde ich mit euch. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier auch den Schaltbus haben heute. Nö, haben wir Glück. Haben wir keinen Schaltbus. Wir müssen nicht selber schalten. Großartig, aber ich merke gerade, mein Tracker Air ist nicht an. Von daher werden wir das jetzt auch schnell tun. Und es ist verdächtig ruhig. Warum höre ich nichts? Ah, jetzt, okay. So. Gang raus. So. Ah, ja, jetzt hört man doch wenigstens was. Schon gedacht, Spiel ist hier kaputt oder sowas. So, es ist morgens 5.33 Uhr oder sowas. 5.25 Uhr haben wir es aktuell. Ja, wie gesagt, ein Oldtimer-Bus, der kommt, der ist auf Steam verfügbar, könnt ihr euch kaufen. Der ist eigentlich ziemlich cool, weil der bietet auch eine Karte. Ja, also falls ihr halt die Karte, wie heißt sie, Neudorf, Neuhausen, irgendwie sowas, dann bekommt ihr noch die dazu. Die war eigentlich ganz putzig gewesen, die Karte. Aber vom Busmodell her, ne, ist es natürlich auch absolut gigantisch. Das sieht unglaublich hübsch aus. Wie interessant die Fahrzeuge halt früher einfach gebaut wurden. Und es hat so irgendwie diesen klassischen Mercedes-Charme. Ja, finde ich so. Also man erkennt wirklich noch Mercedes raus. Auf jeden Fall, die Fahrt, die wird ja, lustig. Ne? Grumnab, glaube bin ich jetzt noch nicht so oft gefahren, dass ich jetzt sagen kann, ach, ihr guckt euch hier diese Polster. Also was kriegst du heute nicht mehr? Entweder sitzt du auf Hartplaste, verstehst du? Oder hier ist es also so richtig schön mit Leder und hier so richtig schöne Wollfläche dort drin, ja, das richtig bequem sind. Sieht so ein bisschen aus wie aus dem Restaurant hier 60s, so, weißt du, so. Oh, da müsst ihr euch mal reinsetzen, großartig. Ja, gut, aber ich schweife ab. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was uns die Fahrt hier heute bringt. Grumnab, wie gesagt, die Linie 41, ganze 20, 25 Minuten dauert die Fahrt hier. Deswegen, ich glaube, es ist soweit auch alles eingestellt. Ich muss mir leider nur hier oben mein Fenster machen, weil so an sich ja, haben wir ja nichts, dass wir uns hier was anzeigen lassen können. Ja. Ich hoffe, dass die Leute hier jetzt einsteigen. Nö, sieht jetzt schon mal nicht so aus. So. Oh. Zurückfahren hier und also noch näher kann ich nicht ranfahren hier. So, Türe auf, guck doch mal nach, aber eigentlich ist ja alles eingestellt. Stadtgarten, guck doch mal nach. Ah, guck mal, hier ist der Fehler. Brandweiher. Warte mal, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Nee, C41 Stadtgarten, genau. Ja, das ist die falsche Linie. Aber es gibt halt keine andere. Doch. Hallo. Hallo. Perfekt. Servus. Jetzt geht's los. Moin, moin. So, wenn wir die Zeit vorspulen. 1, 2, 3. Oh, ich feiere jetzt auch selten mit dem. Mit so ganz alten Klassikern. Wir sollten schon vorwärts gehen.
So, ein bisschen Nostalgie hier in Grumenab. Die Karte, die hatten wir uns, glaube ich, schon angeguckt gehabt, ne? Aber dazu brauche ich nichts groß zu sagen. Das ist eigentlich eine schöne Karte, bietet viele Linien. Wäre vielleicht auch mal eine Alternative für eine Leitstellenfahrt. Hallo. Grüß. Mal auf diese Fahrt. Den Bordsteller mitgenommen. Boah, ja, wie ich es vermisst habe, dass die Karten so eng sind. Oh, kommen wir überhaupt hoch? Eieiei. Guten Morgen. Einen normalen Fahrschein, bitte. Ja, hier mache ich es lieber heute einfach. Ich hätte gerne einmal Schüler. Weil das ist ja jetzt schon wirklich sehr alt. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Ja, bitteschön, dankeschön. Mal ja nichts reinmachen. So schildtechnisch. Ja, auch ich werde immer noch geplagt hier von so einem. Eieiei. Das war aber gerade eine heftige Blendung. Ja, auch wie gesagt, ich werde halt immer noch mit so einer schönen Sachen hier ausgebremst. Schön ist, dass ich gar nichts mehr sehe hier. Von der Ampel ein bisschen zu weit vorgerollt hier. Jetzt aber aufhören. Das ist viel zu eng hier. Pass lieber als ein Bus rauf. Justizvollzugsanstalt. Hallo. Großartig. Guten Morgen. Er hat schon ordentlich Dampf, wa? Also kommt schon auf seine Geschwindigkeit hier.
und ist halt Polizeidirektion. Ja, Kollege jetzt hinter uns da. Zeit erwarten. Also Doppeldecker kommen wir hier schon mal nicht lang. Sah ja für den schon zu schmal aus. Nee, also ich glaube, für Leitstelle kannst du die nicht nehmen, die ist viel zu eng. Lassen Sie schwerbehinderte Menschen Platz. Finde ich gut so. Ja, das ist eine schöne Karte. Das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Auch wieder, ne? Total liebevoll. Ne? Das ist halt Freeware wieder. Ja, es ist schwer halt immer zu sagen, so ne? Payware, Freeware, was lohnt sich? Lohnt sich sowas? Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs. So bei der Karte hier würde ich schon sagen, so das ist... Echt? Eine Karte für eine Kurzstrecke. Echt gut gebaut, ne? Sehr abwechslungsreich halt. Nicht immer nur so prompt irgendwie. Hier wirkt das Ganze aber auch ein bisschen anders als bei Bad Hügelsdorf. Du hast längere Geraden auch mal. Also du fährst nicht immer nur so Zickzackkurven und so weiter und so fort. Ne, so wie es halt, also Grumlab wirkt schon eher wie eine reale Stadt. Weinpromenade. So, keiner mehr mit? Alles klar. Denn Abfahrt. Der Kollege Pech hinter uns war, dass wir jetzt vor ihm sind. Ein Erdgasbus? Nicht schlecht. Aber du stehst mir hier leider ein bisschen. Bleib da stehen. Jetzt hier bloß hier auf die Straße, sage ich euch. Ja, bitteschön.
Oh, der fährt uns ja wirklich ganz hinterher jetzt, der Kollege. So. Gut, dann weiter. Ey, sitzen wir auch mal in die Karre gefahren, stimmt. Bin ich da auch zu weit vorgerollt, da sitzen wir da in die Karre gefahren hier. Das war die Ecke. Nichtraucher. Den Fahrer bitte während der Fahrt nicht ansprechen. Okay, wieso fahren wir jetzt nicht mehr 40? Irgendwas ist jetzt gerade passiert. Ach so. Na, nee, keine Ahnung. Dann will ich mal gucken, was jetzt hier passiert ist. Hallo. Morgen. Hallo. Eine Kurzstrecke, bitte. Dankeschön. Hallo. Hallo. Wir müssen geradeaus weiter zum Landgericht. Das ist eine schöne Karte eigentlich. Also auch wieder schön gebaut hier. Wie gesagt, hier waren wir ja schon mal. Ich weiß, da haben wir uns in den Kreisverkehr, haben wir uns ein Verfahren nämlich drin.
Landstraße. Schaut so aus, ne? Sieht so kreisförmig und so, ne? Also gehen wir schon stark davon aus. Da habe ich mich gerade ein bisschen gewundert, warum sind die so weit links gerade gefahren? Aber der fährt ja hier auch, also... Stimmt, da ist ja auch ein Schild, nur rechts. Ja. Haltewunsch. Da kommt jetzt nochmal gleich unser Ansturm jetzt hier. Hallo. Guten Tag. Guten Morgen. Einen normalen Tag. Ach, das war die Stelle hier, die super eng war hier, ne? Ja, mir dämmert's tatsächlich. Einmal Normaltarif, bitte. Eieieiei. Was für ein Bus bin ich da gefahren? Oh. Beeilung in die Kurven hier. Natürlich kommt einer in die Kurve. Voll geritzt sitze. Uiuiui. Ich würde auch sagen, dass die Schilder viel zu weit am Straßenrand stehen. Es ist hier keine Chance, hier durchzukommen, unfallfrei durchzukommen. Zum Beispiel diese Straße, jetzt hier, die ist so eng, da passen nicht mal zwei Fahrzeuge durch. Ja, doch. Sie würden halt tatsächlich durchpassen, aber nicht mit der OMSI-KI. Wirklich eine total schöne Karte, ja. Also total süß gebaut. Wenn ich es mal so sagen darf jetzt, ne? Könnte man sich so eine kleine Geschichte hier draus bilden hier. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Haben wir aus. Die würden uns so alle jetzt über den Haufen fahren. Es ist keine Chance. Der Schild ist jetzt so dicht auf, dass wir gar keine andere Möglichkeit mehr haben hier. Das, wie gesagt, finde ich tatsächlich ein bisschen unrealistisch. Schnell. Gerade mal kein Auto hier. Und wieder reingefahren wir uns. Also entweder du musst den Bus hier so in- und auswendig kennen, ja, dass du halt wirklich die Maße richtig verinnerlicht hast, ja. Aber ey, das...
Ich will den Entwickler hier mal fahren sehen mit Kollision an. Mit Kollision an. Echt Verspätung, ja, 2 Minuten Verspätung. Ich weiß nicht, wie die zustande gekommen sind jetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Morgen. Guten Morgen. Eine normale Fahrkarte. Ja, das ganze Ende konnte ich mich jetzt tatsächlich erinnern. Der Start, der war irgendwie anders. Aber scheinbar sind wir hier auch. Also wir sind ja auch zum Stadtgarten da gefahren. Kam da noch ein Auto? Oh, Alter, im Ernst? Die Kurve einfach hasse, ja, wenn man Fahrzeuge will. Vorfahrt, ne? Hast du gesehen? Sehr schön. Das war's. Das war wieder eine Fahrt hier. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, die Karte, die wir fahren werden, die wird nicht so eng. Da haben wir deutlich, deutlich mehr Platz. Und ja, das ist ja wie gesagt, ne? Also wenn ihr Bock drauf habt, dann holt euch, schnappt ihn euch. Ich habe vorhin gesagt, der O305, ne? Das ist der O307, 305. Würde echt passen. Steht auch nirgendwo da. So als kleiner Hinweis oder irgendwie sowas. Heieiei. Aber ja, wie gesagt, als Payware-Add-on auf Steam erhältlich. Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Das ist ein sehr angenehmer Boost und wie gesagt, liefert halt eine Karte mit dazu. Ja, die ist ein bisschen sehr unscheinbar. Die liest man nicht wirklich raus, dass da eine Karte bei ist. Ne, aber das ist auch eine schöne. Neuendorf, Neuenhausen oder irgendwie sowas. Ja, wie gesagt, halt auch bei uns selten im Einsatz. Aber wie gesagt, wer es halt ein bisschen noch nostalgischer mag, der hat natürlich auch die Möglichkeit, solche Modelle hier natürlich nutzen zu dürfen. Ne, falls ihr da ein Lieblingsmodell habt, dann nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es einfach unten mit rein, damit wir uns die Busse natürlich besorgen können und dementsprechend, ja, ihr damit dann fahren könnt bei der Leitstellenfahrt. Also, mitmachen, würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage tschüss, bis zum nächsten Mal.